120 Jahre alte Dachsparren mit herkömmlichen Schleif- und Bearbeitungsgeräten in Angriff zu nehmen, funktioniert zwar, schnelles Vorankommen sieht jedoch anders aus. Daher testen wir in diesem Video ein sehr vielversprechendes Produkt, nämlich die 3M Bristol Disc. Die Bürste erscheint schon mal vielversprechend, soll sie sich doch der Form des Werkstücks anpassen. Die unterschiedlichen Körnungen sind farblich gekennzeichnet. Die gelbe Disc soll P80 entsprechen. Mal sehen, ob sie die Erwartungen erfüllen kann. Die Montage ist denkbar einfach. Die Disc wird kurzerhand auf den Winkelschleifer aufgedreht. Dann geht's auch schon los. Die Bürste gleitet flach über den Sparren und entfernt mühelos vergrautes Holz und Rinde. So haben wir uns das vorgestellt. Aber auch Ecken und Vertiefungen können sehr gut mit der Bürste bearbeitet werden. Besonders die Strukturen am Holz lassen sich toll herausarbeiten. Die weichen Anteile werden herausgebürstet und die härteren bleiben übrig. Sie verleihen dem alten Balken so eine einzigartige Note. Nach dem ersten Meter sehen die Borsten der Bürste aber schon recht mitgenommen aus. Die Standzeit dürfte daher um einiges geringer sein als bei anderen Werkzeugen. Dabei darf man aber die Sicherheit auch nicht außer Acht lassen, denn davonfliegende Metallborsten gibt es hier nicht. Der Wechsel vom akkubetriebenen Winkelschleifer auf ein herkömmliches Gerät holt nochmal einiges aus der Disc heraus. Die Bearbeitung macht richtig Spaß. Leider ist nach etwa 8 Metern Schluss und die Bürsten sind dahin. Schade, denn das Produkt hätte wirklich Potenzial. Sehr positiv aufgefallen sind uns die leichte und schonende Bearbeitung des Werkstücks sowie die Sicherheit des Produkts. Negativ schlagen dagegen die niedrige Standzeit und der hohe Preis zu Buche. Das Preis-Leistungs-Verhältnis könnte durchaus besser sein. Daher bekommt dieses Produkt von uns gerade mal 3 von 5 möglichen Punkten. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren.